Ich weiß nicht, wer von euch das alles mitgekriegt hat. Letztes Jahr waren wir hier zu dritt auf der Bühne, gleicher Saal, und haben unsere liebe Silicon-Technologie vorgestellt. Wir haben damals einen Testwafer dabei gehabt. Ja, sozusagen jetzt das Update. Vorneweg erstmal ein Disclaimer, weil das ist eine heikle Sache. Okay, das ist jetzt mal so im Groben der Überblick, was ich machen will. Also nochmal einen kurzen Abriss zu Libre Silicon, wo unser Projekt gerade steht. Und dann würde ich ganz gerne so mit den Basics anfangen bei den Standardzellen und mich so langsam vorarbeiten. Okay, also das Update. Der Leviathan, der hat 2017 einen Lightning-Talk gehalten und hat gesagt, wir brauchen irgendwie eine freie Technologie. Ich fand das richtig super, mich sofort bei ihm gemeldet. Und wir haben in 2018 wirklich angefangen, uns da Gedanken zu machen, durchzuwursteln und haben angefangen, wirklich mit einem Micron, also einem μ, eine Technologie zu machen. Grund für ein μ war unsere Überlegung dazu, das ist 5 Volt Toleranz, also man kann sozusagen lüterfreundlich damit arbeiten, makerfreundlich. Das ist so die Technologie, die noch dokumentiert worden ist, so Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Man sozusagen von vorne bis hinten alles irgendwo in der Literatur noch findet, in Lehrbüchern. Und so einordnungsmäßig, das ist etwa so die Generation so vom 486. Ja, dann haben wir, wie gesagt, letztes Jahr hier auf der Bühne den Präsentation gemacht von unserem Testwafer. Was neu dazugekommen ist seitdem in 2019, und es ist Geld ausgegangen, um jetzt sozusagen jetzt nochmal ein Jahr den Rheinraum zu mieten in Hongkong. Es kamen die Unruhen in Hongkong dazu und die Unruhen haben dazu geführt, dass die Uni zugemacht worden ist und wir gesagt haben, wir beenden das Semester, es findet kein Lehrbetrieb mehr statt. Und das heißt aber auch, wir sind jetzt erstmal draußen aus dem Rheinraum und können sozusagen nur erstmal Paperwork machen. Ist ein bisschen ungünstig, unbefriedigend, ja. Deswegen gucken wir nach Alternativen. Wenn jemand sozusagen einen Reihenraum hat, Zugriff drauf, sagt, wir können es mit einer Maschinenliste abklären, ob das passt und wie weit wir da kommen. Wir haben wegen der Geldgeschichte, die meistens auch dranfängt, schon lange eine GoFunding-Kampagne laufen mit bisher einer Einzahlung. Also es ist nicht unbedingt so massentauglich, gebe ich zu. Okay, die Links dazu, also erste Libre Silicon, das ist die Projektseite. Dann haben wir bei GitHub die Standardzellen drin. Da findet die Hauptentwicklung statt, das Repository. Und dann unten drunter ist nochmal so eine Wiki-Seite. Da wollte ich eigentlich alles das, was ich heute auch so zum Besten gebe, immer mal wieder dokumentieren, weil ich festgestellt habe, in der Ecke existiert sehr, sehr viel Nachholbedarf. Ja, da fehlt einfach das Wissen in der Masse. Okay, wenn jemand sozusagen jetzt damit rumspielen möchte, Git Clone unter diesem Repository kann er sich reinlegen. Und der Designflow für Chip Design ist ja im Regelfall so, irgendeiner fängt an, Code zu schreiben, Verilog, VHDL oder Spinal-HDL, wie auch immer. Er testet das aus, also simuliert es mit einem Simulator, dafür gibt es freie Tools, kein Problem. Und versucht es zu verifizieren, dafür gibt es auch Ansätze. Und dann wird das Ding sowas wie kompiliert. Nennt sich in dem Fall aber Synthese, dafür gibt es das Iosis-Tools von Clifford. Das kann nicht nur FPGAs, wenn man ihnen die richtige Bibliothek gibt, dann kann es auch ASICs. Ja, was dabei rauskommt, ist eine Netzliste. Das heißt so, weil es einfach haufenweise Komponenten enthält, UND-Gatter, ODER-Gatter, Flipflops, alles Mögliche, was halt so mit dem Code beschrieben worden ist und die Verbindungen dazu, also die Drähte dazwischen. Die Zellen natürlich, die müssen wir uns jetzt einfallen lassen, das ist das Ziel von dem Talk, euch das nahe zu bringen. Die Zellen werden
platziert im Layout. Dafür braucht man sozusagen auch die Layout-Informationen, welchen Layer sie benutzen, wie sie aufgebaut sind. Das muss alles zusammengepackt werden. Und am Ende kommt ein GDS2-File raus. Ein GDS2 ist ein anderes Format, muss man sich so vergleichbar vorstellen wie beim PCB-Design, also wenn man ein Board macht. Das, was hinten als Gerber-File dann sozusagen in die Herstellung geht, das ist halt beim ASIC ein GDS2, damit werden die Masken gemacht. Und über die Standardzellen wollen wir reden. Okay, die Ziele für so eine Bibliothek. Wenn man sich ein bisschen umguckt, dann sieht man vielleicht bei GitHub oder woanders, sagen wir mal so, Studentenprojekte, die nachgewiesen haben, dass ein paar Zellen machen können, den Designflow mit irgendwelchen kommerziellen Tools. Die Bibliotheken sind relativ begrenzt. Einfach weil der Aufwand dafür groß ist. Also so eine typische Studentenbibliothek, die hat vielleicht 30, 40 Zellen. Das ist aber eine Größenordnung, die ist absolut unzureichend für ein richtiges Design. Da sind Zellen drin, die man sich sozusagen so als Mensch vorstellen kann, also die typischen Und-Oder-Gatter, vielleicht noch ein XOR, vielleicht noch ein, zwei, drei Flipflops oder Latches. Und das war es im Ganzen. Aber Kombinatorik oder ja, Komplexität kann viel, viel größer sein. Kommerzielle Bibliotheken haben 150, 200 Zellen. Da sind dann auch schon andere Funktionalitäten drin. Also Flipflops zum Beispiel gibt es dann auch mit der Scan-Fähigkeit, also dass man die für ein Testen in Scan-Pfade, in lange Ketten zusammenhängen kann. Sowas fehlt bei den Standardzellen. Das würde ich ganz gerne anders lösen, aber egal. Ziele auch für uns, liebe Silicon, wir wollen so wenig Energie wie möglich dabei verbraten. Also wir geben uns Mühe beim Prozess schon mit der Isolierung, dass wir keinen Leakage-Strom haben, also keinen Leckstrom. Und beim Zelldesign auch, indem wir die Transistoren entsprechend dimensionieren, dass wir wenig Energie verbraten haben, weil CMOS, also die Technologie, die wir anpeilen, die verbraucht Energie beim Schalten. Also nicht im statischen Zustand. Wenn der Clock zum Beispiel flat wäre, also festlegen würde auf 0 oder 1, würde das Ding so gut wie... Jetzt ist das Mikro weg. Doch, da ist es. Nee? Okay. Also würde so gut wie gar keinen Strom brauchen. Erst in dem Augenblick, wenn eine Taktflanke kommt und jetzt die Speicherzellen innen drin umschalten, also ihren Zustand wechseln, dann gibt es so einen Moment, wo die Transistoren beide durchschalten und dann wird Strom verbraucht oder Energie. So, wir wollen auch schnelle Zellen haben, so schnell wie geht. Das ist ein bisschen konträr zu der Forderung vorhin, eben weniger Energie. Aber wir können die Transistoren halt ziemlich klein machen und sozusagen den bestmöglichen Kompromiss dafür finden. Und wir wollen auch, dass die Zellen klein werden. Weil in der Herstellung bezahlt man einen Chip nicht nach dem, was drauf ist, wie viel Gatter ich drauf habe oder welche Funktionalität, sondern ich bezahle rein nach Fläche. Das heißt also, wenn ich eine Zellbibliothek habe, die klein ist, wenn ich sozusagen das ganze Design klein halten kann, bezahle ich auch weniger dafür. Okay, das sind jetzt so Standardzellen. Also das hier ist so eine ganz typische, wir haben vielleicht die einen oder anderen in der Uni schon gehabt, das ist ein NAND-Gatter mit zwei Eingängen. Ich habe mal links das Symbol, rechts dazu die Tabelle. Wenn sich das anguckt, beim NAND ist ganz typisch, solange wie beide Eingänge nicht gleichzeitig auf 1 sind, ist der Ausgang immer auf 1. Erst in dem Augenblick, wenn beide Eingänge auf 1 schalten, dann geht der Ausgang auf 0. Das ist halt sozusagen die invertierte UND-Funktion, also ein NAND. Unten drunter noch die Formel in der üblichen Notation, wie es da in der Branche gemacht wird. Und so sieht das aus. Für die Grafik muss ich ein bisschen entschuldigen. Die habe ich mir generieren lassen und da sind noch so ein paar Artefakte drin, also die Leitungen. Okay, aber im Prinzip sieht man es ja, man sieht die Transistoren unten, die beiden N-Kanal, dass die in der Reihe sind. Man sieht die oben P-Kanal parallel. NOR,
Das ist sozusagen mehr oder weniger ein Vers dazu. Links wieder das Symbol, das amerikanische, rechts die Tabelle. Und das wieder ganz typisch, wenn beide Eingänge 0 sind, kommt hinten eine 1 raus. Sobald aber ein Eingang eine 1 hat, ist es hinten eine 0. Und die Notation dazu. Und auch die Transistoren. Da sieht man sozusagen, man kann sich so gespiegelt vorstellen, wir haben unten die N-Kanal-Transistoren, die sind jetzt in dem Fall parallel, und wir haben oben die P-Kanal, die sind in der Reihe. Das ist ein XOR, Exklusiv-Oder. Da habe ich auch die Tabelle hingemacht. Wirklich, die beiden Eingänge müssen sich unterscheiden, damit hinten eine 1 rauskommt. Ansonsten ist es eine 0. Dafür habe ich jetzt keine Implementierung dabei, weil dafür gibt es irgendwo so 5, 6, 7 Varianten, welche ich sozusagen in die Standardbibliothek reinnehmen werde, habe ich noch nicht letztlich ausgeknobelt. Das werde ich dann mich später mal drum kümmern. Das ist die inverse Funktion wieder zu. Das wird auch gerne als XNOR bezeichnet. Ich bezeichne es halt kürzer mit Equivalence Getter. Muss man sich vorstellen wie ein XOR, allerdings wirklich invertiert dazu. Das heißt also, wenn beide Eingänge unterschiedlich sind, dann habe ich die 0. Ansonsten, wenn sie gleich sind, kommt die 1 raus. Dafür gibt es auch wieder die gleiche Anzahl der Implementierung, einfach weil man es wieder symmetrisch gegenüber dem XOR machen kann. So, jetzt wird es ein bisschen blutiger. Das sind jetzt ein paar Beispiele, die man sich sozusagen auch noch vorstellen kann an Zellen. Nicht nur das, was sozusagen sonst so in den Lehrbüchern drin ist, dann sind es sogenannte Komplexgatter. Und wenn man sich das oben anguckt, man sieht sozusagen erst vorne dran eine kleine Funktion, ein UND oder ein OR, und danach noch eine andere wieder mit dem nächsten Eingang. Das kann man beliebig lang treiben, denn unten die Variante, dass man sozusagen paarweise es zusammenfasst, kann man auch beliebig weit treiben. Also man kann dieses Prinzip, dass man Transistoren so miteinander verkettet, dass genau diese Funktion rauskommt, aber die Transistoranordnung drinne einfach und übersichtlich bleibt, kann man sehr, sehr weit treiben. Und das möchte ich in der Standardbibliothek auch machen. Kommen wir später zu. Ich muss nämlich was erklären dazu, wie weit man gehen kann. Das ist jetzt ein Beispiel für ein NAND mit 4 Eingängen. Ich weiß nicht, ob ihr seht, ihr noch daran erinnert, an das NAND mit 2 Eingängen, da hatten wir unten die Transistoren in Reihe, oben die parallel. Okay, das ist ein N, stimmt. Ich habe da den Buffer übersehen, hinten. Okay, und ganz rechts, da müssen wir nämlich hingucken, da ist nochmal so ein kleiner Inverter hinten dran. Der invertiert das, also habe ich natürlich ein NAND, sondern ein END. Dankeschön, hast recht. Fangen wir mit dem Buffer an zu erklären, weil das ist ein wichtiger Punkt, also eine Designentscheidung, die ich in der Standardzellenbibliothek getroffen habe. Wenn wir uns vorstellen, dass über jeden Transistor, die da, also von den 4 in deiner langen Kette, zwischen Drain und Source, also den beiden Enden hier, ich gehe mal kurz rüber, also dem unteren Ende und dem da oben drüber, das Drain und Source, wenn da drüber ein Spannungsabfall ist, also sozusagen immer eine kleine Differenz, der Transistor schaltet völlig durch, trotzdem sind diese beiden Pole nicht auf dem gleichen Potential. Dann gibt es immer eine kleine Differenz. Wenn ich jetzt das aber 4-mal mache, alle 4 hintereinander durchgeschaltet werden, addiert sich das trotzdem auf. Und das kann dazu führen, dass dieser Ausgangspegel, der jetzt in dieser langen Leitung da rauskommt, nicht mehr rail-to-rail ist, also nicht mehr wirklich an die Betriebsspannung rangeht, sondern wirklich eine deutliche Differenz dazu aufweist. Um diese sozusagen nicht mehr Rail-to-Rail-Fähigkeit ein bisschen rauszunehmen, weil ich will ja danach eigentlich eine Leitung treiben, fange ich an, mir den Ausgangspegel sozusagen wieder schön zu invertieren. Also einfach noch einen Inverter hinten dran, weil dann nach dem Inverter habe ich sozusagen wieder deutliche, klarere Pegel. Und eine Designentscheidung, die ich getroffen habe in der Standardbibliothek, ist, ich konfiguriere, ab wie viel Transistoren in einer Reihe ich sozusagen dieses Recovery hinten machen muss, also wieder buffern muss. Meine Faustregel, mit der ich im Augenblick arbeite, sind 4 Transistoren.
Das ist aber im Tool, was ich schreibe, konfigurierbar. Also ich kann mir auch was vorstellen, wo es mit 3 oder mit 2 schon gemacht wird, wenn es notwendig wird. Weil 4 Transistoren ist für einen Micron ganz super. Wenn wir aber Technologien benutzen, die deutlich kleiner werden, dann haben wir ein Schwellspannungsproblem. Diese Spannung vorne an den Transistoren, also am Gate, zum Source, da gibt es eine gewisse Spannung, ab der der Transistor eigentlich schaltet. Das addiert sich auch auf. Wir kriegen also sozusagen auch wieder addierende Pegel. Ja, es ist einfach unangenehm. Wir müssen das begrenzen. Und dafür habe ich auch noch einen zweiten Parameter drin. Bis wie viele Transistoren ich sozusagen in dieser Kette erlaube. Also ein Buffer hinten, ab wann ich sozusagen den Inverter dran mache. Und zweite ist, wie viel ich in einer Reihe erlaube. Okay. Also nochmal kurz zusammengerechnet. Also bei 2 Stacked-Transistoren, also die in einer Reihe nennt sich Stacked im Englischen. Ich weiß gar nicht, wie man das ins Deutsch übersetzen sollte. Wie sagen Sie, gestapelt oder sowas. Wenn man 2 Transistoren hat, wegen der Schwellspannung vorne, weil die Betriebsspannung so klein ist und die Schwellspannung zu groß dafür, dass man gar nicht mehr die Pegel erreicht zum Ein- und Ausschalten, dann hat man den Effekt, dass die Bibliothek viel, viel zu klein wird. Also sind wir wieder so in der Größenordnung von diesen Studentenbibliotheken mit 30 Zellen oder so. Wenn man 3 erlaubt, 3 Transistoren stapeln, dann ist man so bei Bibliotheken, die jetzt mit diesen ganzen winzigen Nodes mit 14 Nanometer oder sowas auftauchen, die können nicht mehr 4 Transistoren. 4 Transistoren, aber wenn wir das können, haben wir plötzlich eine riesige Komplexität an Komplexgattern, die möglich sind. Das geht laut einem Paper, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich bin noch nicht so weit, da sagt einer oder behauptet einer, es geht bis zu 4000. Meiner Anzahl kommen wir noch dazu, die ich bisher erreicht habe. Also Buffer Limit bei größer gleich 3 Transistoren, gut, das ist so eine Annahme. Okay, aber wie kommen wir eigentlich zu diesen ganzen Komplexgattern? Er hatte die 4 Beispiele drin. Wir kommen von einem Komplexgatter zum nächsten, indem wir einen Trick anwenden. Und zwar, indem wir sagen, wir können ja noch zu dem Netzwerk, was wir haben, also dem Pull-Up, das waren die oberen, oder Pull-Up-Netzwerk, dem unteren, noch zusätzlichen Transistor hinzufügen. Einen in seriell, also in Reihe. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir logisch äquivalent in den komplementären Netzwerk dazu einen parallel machen. Das geht halt bei CMOS schön. Und dafür habe ich mir ein Tool geschrieben, was immer noch ein bisschen buggy läuft, aber schon mal ganz gut. Also wie gesagt, seriell einen hinzufügen, parallel in einem anderen Netzwerk. Wenn ich das im Pull-Up mache, seriell erweitern, muss ich einen Pull-Down in den Komplementären machen und vice versa. Okay, weil das sozusagen eine Sache ist, die keiner noch so richtig durchexerziert hat, habe ich angefangen mit Paperwork. Also ich habe gesagt, okay, ich nehme mal das einfachste CMOS-Netzwerk, was ich mir vorstellen kann. Das ist das ganz links mit den 2 Transistoren, das ist ein Inverter. Und habe gesagt, diesen Inverter mit diesem Prinzip kann ich also sozusagen erweitern zu einem NOR 2. Also einem NOR mit 2 Eingängen. Und jetzt ein bisschen hinguckt, sieht man da links da von wegen Inverter, der A-Transistor hat plötzlich ein Brüderchen an der Seite gekriegt, A1. In parallel und oben hat sozusagen eine Serie bekommen, auch wieder 1. Das sieht ein bisschen komisch aus, weil ich die Namensregeln zwischendurch mal geändert habe. Aber das wäre so die Idee. Das Gleiche habe ich natürlich auch für NAND gemacht. Ja, wieder den Inverter hergenommen, habe gesagt, okay, jetzt erweitere ich das andere Netzwerk. Da habe ich sozusagen das Pull-Down-Netzwerk wieder seriell erweitert, Pull-Up parallel. Das habe ich eine ganze Weile hochgetrieben. Also sozusagen von NAND 2, NOR 2, das wieder erweitert und so weiter. Da bin ich zum Beispiel bei so einer Zelle vorbeigekommen. Ja.
Ein paar Leute haben mich im Club irgendwie nur solche Sachen zeichnen sehen, haben mich schon so für ein bisschen mit Schucke gehalten. War aber ein bisschen so wie Sudoku. Es beruhigt. Und es kommt auch sowas raus. Das sind sozusagen jetzt vier Beispiele, die ich gescannt habe. Die sind alle, also Teile davon sind noch gar nicht eingetragen worden ins Makefile. Aber jedenfalls, mein Paperwork ist im Augenblick so, ich habe zwei dicke Aktenordner voll mit Papier. Nur diese Ableitung, so geschätzt, würde ich mal sagen, so 500, 600 Zellen. Ja, alles nur im Komplexgatter und alle mit diesem Limit, vier Transistoren gesteckt. Ja, und ich habe das Gefühl, ich bin noch ganz, ganz weit weg von complete, also von vollständig, weil die Zellen im Augenblick noch dazu tendieren, so lange Bäume zu bilden, also so alternierend, so wie man es bei dem hier gesehen hat. Da sieht man ja End, Ohr, End, Ohr, End, Ohr, im Namen sieht man es so ein bisschen von der Funktion und rechts oben diese Bleistiftzeichnung sieht man auch die Funktion. Also ich habe sozusagen erweitert, habe immer dann geguckt, mal, wie sieht die Funktion aus. Es war jedenfalls Arbeit, okay. Und das ist dann eher so ein Zwischending, wo ich sage, das ist schon ein bisschen fülliger, weil man zum Beispiel dann auch mal zwei Ohrfunktionen nebeneinander hat oder zwei End. Okay. Und diese ganze Arbeit, die ich mir da erstmal mit Papier gemacht habe, also wollte ich ja irgendwie auch meinem Tool dabei bringen. Ich habe gesagt, okay, ich brauche ein Tool. Ich habe jetzt erstmal das hier zum Vorführen. Kriege ich es hin? Nein, dann muss ich das hier zumachen. Also. Ich mache jetzt mal hier Make Tools. So, da hat er mir jetzt die Manual Pages gebastelt dafür. Und ich gucke mir jetzt mal mit euch die zusammen an. Ah. Oh. Warum nicht? Vertippt? Wahrscheinlich. Das sieht genauso aus. Maus auf die klassische Variante. Also. So, das war jetzt mit Klickibunti. Das ist jetzt die Menüpage dazu. Ich habe das Tool Popgun genannt, einfach weil die gefühlt die Zellen einfach wirklich hacken. Also man schüttet den Mais irgendwo in den Topf rein, gibt ein bisschen Wärme dazu und dann macht das blub, 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 blub und dann kommen die ganzen Zellen raus. Das war also mein Hintergedanke dazu. Ja, also ihr könnt es euch angucken, ist im GitHub drinne. Da ist es auch ein bisschen beschrieben, wie es funktioniert. Hier ist dieses Buffer-Limit drin. Das kann ich als Parameter übergeben. Ich kann den Zellnamen übergeben, der dabei rauskommen soll. Weil das weiß ich ja inzwischen, weil ich meine Paperarbeit gemacht habe hier. Ich kann das sozusagen noch mit einem String richtig lang beschreiben für die Doku. Hier sind Formate, die ich ganz gerne später mal hätte, die noch nicht alle funktionieren. Helpscreen. Was haben wir? Ah, hier haben wir die Nummer der gesteckten Transistoren, also Limitierung. Und hier sind so die Methoden, die man sozusagen draufwerfen kann. Ich hatte ja erklärt, man kann einen Transistor seriell machen dazu und einen anderen parallel erweitern. Das war eine kurze Vereinfachung, weil je nachdem, bei welcher Zelle ich gerade bin, muss ich auch die Namensregeln anpassen. Also ob ich jetzt sozusagen nur den Buchstaben
also den nächsten Buchstaben im Alphabet nehme, weil ich jetzt ein neues Gatter aufgemacht habe oder eine neue Funktionalität, oder ob ich sozusagen jetzt die Eingänge nur durchnummeriere. Deswegen kommen jetzt hier solche Methoden raus wie nennt nur, das ist also sozusagen ja, mit durchnummerieren, und AOE, OAE, das ist dann sozusagen mit einem neuen Buchstaben. Hier sind noch zwei Methoden drin, die lassen wir heute mal großzügig weg, Pull Up, Pull Down, die funktionieren noch nicht. Brauche ich aber ein paar Exotengatter, und das habt ihr, mit dem Gatter komme ich jetzt nicht mehr weiter, muss ich was anderes machen. Okay. Dann sind wir wieder hier. Also, Prinzip, wie gesagt, mit dem Tool, na, Mäuschen, so. Ich nehme mir einen Zellpfeil her, also so eine Zellbeschreibung, schicke das durchs Popcorn durch und kriege hinten wieder eine erweiterte Zellbeschreibung rein. Ich kann auch mal, Moment, das ist das Falsche. So eine Zellbeschreibung hier rüber nehmen. Da ist sie. Also das geht irgendwie los, dass ich Kommentare erlaube, dass ich einen Punkt Zell habe, also wie ich das Ding dann wirklich nenne. Ich habe einen Punkt Inputs drin, wo ich sozusagen die ganzen Eingangssignale auflisten kann, Outputs äquivalent, Clocks sogar, also wenn ich Latches, Flipflops habe, brauche ich auch Clocks. Ich habe sogar da, damit ich weiß, wenn sozusagen zu Ende ist, ein Punkt End dabei. Und ich habe sozusagen die ganzen Transistoren eigentlich hier so als Circuits Line, wo ich sage, welchen Typ von Transistor habe ich, einen PMOS, einen NMOS. Ich sage, wie der Knoten heißt, der am Gate angeschlossen ist. Drain, Source, Bulk und so weiter. Hier habe ich die Nummer drin, der wievielte Transistor das schon beim Stacken ist. Also wenn ich es generiere, kriege ich es sozusagen frei Haus geliefert. Deswegen habe ich es mit reingeschrieben. Ich habe mir zum sozusagen ja, Schematic malen, dass ich auch einen schönen Schaltbild davon bekomme, auch gleich die Koordinaten reingeschrieben, weil das sehe ich ja auch, wenn ich seriell mache, muss ich sozusagen nur die X-Achse ändern, wenn ich parallel mache, muss ich auf der Y-Achse ändern. Das war eigentlich sozusagen also so ein Beifang. Size ist so eine Geschichte. Da will ich die Größe vom Transistor mit reinschreiben. Da gibt es eine Methode, dass man die Transistoren so dimensioniert, dass er halt den Kompromiss zwischen schnell und Power sparen, also energiesparend machen. Gibt so eine Methode, nennt sich Logical Effort. Das ist aber noch nicht so richtig implementiert. Und ich sage, wenn die Zelle funktioniert, wenn sie okay ist, dann gehe ich einmal drüber und rechne mir das aus. On the fly wird es ein bisschen schwierig. Okay. So, aber wir haben ja nicht nur Komplexgatter. Na, wir haben ja hier auch Latches. Also Speicherzellen, die, okay, da muss ich vielleicht nochmal sagen, zur Benamsung. Im Deutschen werden solche Zellen auch gerne Flipflops genannt. Das halte ich aber erst, soll ich sagen, für inkorrekt. Wir haben hier Zellen, die zwar speichern, die aber taktzustandsgesteuert sind. So wie es früher mal hieß. Richtig klares Deutsch. Taktzustandsgesteuert. Die Amerikaner sagen dazu Latch. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel einen High-Pegel haben am Clock oder einen Low-Pegel, dann ist das Ding transparent. Und wenn dann aber der andere Pegel angelegt wird, dann speichert er den Wert, der vorher sozusagen während dieser transparenten Phase angelegen hat. So. Es gibt im Gegensatz dazu gibt es Flip-Flops. Die sind sozusagen nicht taktzustandsgesteuert, sondern Taktflanken gesteuert. Also in dem Augenblick, wo wirklich die Flanke wird, da wird dann der Wert reingeletscht. Im Prinzip ist es so, dass Flipflops nur zwei Latches hintereinander sind. Also wenn ich zum Beispiel vorne also als erste Stufe ein low-aktives Latch habe und danach ein high-aktives Latch, erreiche ich ja, dass bei einem Clock, der jetzt in der Low-Phase ist, vorne das transparent ist. Es würde dann beim Taktflankenwechsel, also bei einer steigenden Flanke, zumachen und hinten wäre das dann dafür transparent. Das ist sozusagen genau dieser Umschaltpunkt, die Flanke. Dann haben wir das zum Beispiel ein Post-Edge, also eine steigende Flanke für einen Flip-Flop. Aber wie gesagt, also Latches sind für mich taktzustandsgesteuert
und Flipflops sind taktflankengesteuert. Das hier ist jetzt ein Ledge. Ich weiß nicht, ob jemand irgendwie von euch so ein bisschen damit klarkommt. Wir haben hier links zwei Inverter. Also da ganz vorne kommt ein Signal rein, das habe ich mit X benannt, das ist mein Clock. Den invertiere ich einmal, kriege also ein 180 Grad phasengedrehtes Signal und dann invertiere ich den nochmal. Dann komme ich auf ein 360 Phasen, also Grad phasengedrehtes Signal. Warum? 360 ist eigentlich das gleiche wie vorne dran, aber ich habe den Effekt, ich habe meinen Takt, also die ganzen Signale, die Transistoren, die da hinten dran sind, von dem abhängig sind, erstmal sowas wie gebuffert. Ich habe sozusagen im Netzwerk, was von draußen reinkommt, nicht mehr so eine große Last. Und ich habe damit den Effekt, dass ich sozusagen einen zweiphasigen Takt erreicht habe und diesen benutze ich dann bei den Transistoren hinten dran zum Schalten. Und wenn man sich das jetzt hier ein bisschen anguckt, hier diese Stufe da oben, das ist ein Inverter, der kann aber Tri-State erreichen. Das heißt also, wenn die Taktsignale, also die Clock unten und oben, die Transistoren, wenn die gerade sozusagen ungünstig stehen, dann ist mir also dieser Stufe das egal, was vorne an dem D-Eingang, am Dateneingang für ein Signal anliegt, er lässt es nicht durch, er invertiert nicht. Ja, also man treibe sozusagen, aber also, wie soll ich sagen, wenn der Clock richtig liegt, treibe ich das rein und habe aber von hinten die Rückführung drin, die genauso so einen Tri-State-fähigen Inverter hat, der aber gegenphasig arbeitet. Das heißt also, die beiden, also der linke Inverter und der rechte Inverter, treiben gleichzeitig einen Knoten, nämlich der von dem Inverter in der Mitte. Und hinter diesem Inverter in der Mitte, da habe ich den Datenausgang. Das ist die kleinste, stabilste Ledge-Schaltung, die ich so kenne. Das ist jetzt sozusagen das Gleiche nochmal für Low-Aktiv, deswegen da Ledge mit dem N hinten dran. Da habe ich sozusagen genau die gleiche Schaltung, sieht genauso aus, nur dass jetzt die Clock-Signale andersrum angeschlossen sind, gegenüber dem davor. So, um es ein bisschen komplizierter zu machen, jetzt mal ein Beispiel dabei. Da habe ich ein Ledge, was high-aktiv ist, also mit positiver positivem Level arbeitet, was ein Clock-Enable hat. Ich kann also den Clock zulassen oder unterdrücken und was noch einen asynchronen Reset drin hat. Und das Ganze ist, die Funktion ist so optimiert, dass ich wirklich die Minimalanzahl von Transistoren erreiche dabei. Ich hätte jetzt sagen können, ich nehme mir den Reset-Eingang, der muss jetzt eine andere Polarität haben, hätte ich dafür wieder einen Inverter gebraucht. Habe ich aber nicht. Also mein Reset ist da oben, Entschuldigung, mit P3 irgendwo so rechts oben in der Ecke. Er ist in dem Fall wirklich high-aktiv. Wenn ich einen Set-Eingang nehme, also das Gegenteil dazu, dann hätte ich ihn low-aktiv. Und das Clock-Enable-Signal, was ich vorne dran habe, das richtet sich auch darum, wieder, ob ich jetzt ein high-aktives oder ein low-aktives Clock-Signal haben möchte. Moment, das war zurück. Okay, das ist noch ein Punkt, der ist offen. Zu viele Baustellen. Also ich will eigentlich von einem Schematic, so wie ihr das gerade gesehen habt, für ein Ledge, auch wieder zu meiner Zellbeschreibung kommen. Ich habe für das Schematic allerdings ein Open-Source-Tool benutzt, was eigentlich aus dem PCB-Bereich kommt, GNU-EDA, so aus der Ecke. Und dafür gibt es die Möglichkeit, auch Netzlistern, also einen Exporter zu schreiben. Ich habe mir die Mühe noch nicht gemacht. Aber das werde ich machen auf alle Fälle für alle Zellen, die ich sozusagen händisch machen muss, also die nicht durch Popcorn generiert worden sind. Okay. Popcorn. Wenn wir jetzt hier mal ganz schnell das da machen. Also, wenn wir mal in den Katalog reingucken, da sind jetzt hier, da ist schon was drin, machen wir mal leer. Okay, da haben wir so ein paar Makefiles drin. Also Katalog ist ein Verzeichnis, wo ich diese ganzen Zellbeschreibungen drin sammle. Ich habe ein GNU-Makefile, das ist mein großes, sind die Hauptfunktionalitäten drin. Und ich habe dann so ein paar
drin mit Stack 2, Stack 3 und so weiter, die betreffen die Anzahl der gesteckten Transistoren, also der gestapelten Transistoren, die ich zulasse. Alle Zellen, die zum Beispiel maximal 3 gesteckte Transistoren haben, wären in dem MEGFAR mit dem Stack 3 drin. Das hat den Vorteil, wenn ich jetzt in der Konfiguration, kommen wir hoffentlich noch, wenn mir die Zeit nicht wegläuft, angebe, ich habe so und so viel als Limit für meine Transistoren, dass er mir das entsprechende MEGFAR als höchstes MEGFAR nimmt. Alle anderen werden sozusagen inkludiert. Okay. MEG-Katalog, kann man sich sozusagen den Katalog machen, da sieht man Popcorn mal rennen. Machen wir es mal schnell. Soweit läuft er leider noch nicht. So, und da bricht er schon ab. Das ist in dem Fall deshalb, weil meine Zellen noch nicht durchgängig sind. Ich habe leider in meinem MEG-File Zellen drin, die er noch nicht generieren kann. Habe ich noch die Paperwork, muss ich wirklich mal von vorne bis hinten alles durch. Aber im Augenblick sind es, ja, ist für mich wichtiger, dass es läuft, als dass ich jetzt an der Stelle erstmal vorstellen. Aber es würde genauso ablaufen. Ich habe sozusagen die ganzen Ableitungen im MEG-File drin. Ich sage im MEG-Katalog und der generiert mir alle Zellen. Alle kombinatorischen Zellen, so. Und wie gesagt, also die Warnung ist ernst gemeint. Wenn jemand beabsichtigt, selber mal so eine Zellbibliothek zu machen oder zu generieren, er sollte wissen, was er tut. Weil der Effekt auf eure Schaltung oder auf den Chip ist einfach mal desaströs, wenn das schief geht. Okay, MEG-Files bei mir haben immer die Möglichkeit, Help-Screen drin. Kann ich auch mal schnell vorführen. Dafür ist es Show and Tell. Also wenn ich jetzt sage MEG, dann kriege ich bei mir einen Help-Screen. In dem Fall ist es jetzt das Globale, also ich habe eine Möglichkeit, eine Distribution zu machen, da soll am Ende alles rein, wenn es fertig ist. MEG-Tools hatte ich ja schon mal gemacht, MEG-Katalog auch schon. Ich kann aber auch die Dokumentation dafür generieren, also für die ganzen Zellen, die ich dann, oder die Popcorn generiert und ich selber auch händisch gemalt habe, dafür gibt es dann sozusagen ein Datenblatt, wo dann drin steht, wie das Schaltbit aussieht, wie Schematic aussieht, welche Files ich alle dazu gefunden habe oder das Tool dazu gefunden hat, also Layout-Files, Simulations-Files und so weiter. Das soll da alles rein. Okay, jetzt wird es nochmal ein bisschen blutig. Also es gibt MOSES Rules. MOSES ist ein amerikanisches Universitätsprogramm, vergleichbar mit dem europäischen Europractice. Die bieten so einen Service an für Universitäten, dass man sagen kann, ich habe hier einen Chip und ich möchte irgendwie 20 oder 30 Exemplare dafür haben. Dann machen die so einen Multi-Project-Wafer, wo sozusagen mehrere Projekte drauf sind, schieben dann mal so ein Schiffchen mit 20, 30 Wafern durch die Fab und das war's. Aber die haben auch mal definiert Design Rules, also so fürs Layout, die Abstände definiert, die Größenordnung für Metal, für Poly, für alles Mögliche. Und diese Rules sind so gemacht, dass sie auf möglichst viele Technologien von ihren Klienten oder den Fabs, die da hinten dranhängen, auch funktionieren. Das ist so, so der kleinste gemeinsame Nenner. Hat aber den Vorteil, dass sie wirklich recht robust sind, wenn man danach designt. Dann hat man vielleicht nicht irgendwie das allerletzte rausgekitzelt aus der Technologie, die vielleicht eine Fab anbietet oder irgendwelche Spezialitäten nicht benutzt. Aber man kann sozusagen damit gut arbeiten. Und diese Rules, die sind halt als PDF zum Runterladen, kann man sich angucken, gut gemacht. Okay, die Rules dafür, die sind so in 3 Stufen definiert, also S-CMOS wie Scalable CMOS. Das ist so, ja, CMOS, die haben angefangen mit 2-3 Microns oder sowas. Dann gab es dieses Submicron, da über den Daumen, hätte ich gesagt, alles so kleiner gleich 0,8 μ. Noch ein Stückchen kleiner ist dein Deep Submicron, also alles, wo dann irgendwie schon ganz komische Effekte dazu kommen, also so 0,35 oder sowas. Also 0,35 μ, muss man umrechnen, sind 350 Nanometer. Das klingt für heutzutage riesig, aber es ist so. Ich habe jetzt noch bei den Rules, die benutze ich ja in meinem Tool, noch eine vierte Möglichkeit eingebaut, wo ich sage, oder ich möchte es ganz gerne, dass
die Leute in der Lage sind, einen extra Rule-File reinzuladen, also mit diesen ganzen Angaben, was sozusagen von diesen drei Schemen, die da im PDF drin sind, abweicht. Da wollte ich auch noch jetzt mal kurz zeigen, wie dieses aussieht. Schreiben sollte man können. So. Also, da ist erstmal Header. Okay. Das ist in Scheme geschrieben, also nicht erschrecken. Da sind die ganzen Rules, die es so gibt, drin, mit den Nummern, so wie es im PDF drin ist, also ausbaubar sind. Da habe ich mir einen kleinen Vektor dafür definiert, wo ich die vier Werte reinschreibe. Na, so. Und das ist jetzt, Moment, wo geht's los? Das ist mal so ein bisschen so der Anfang. Also, dass ich auch ASCII-Art reingemacht habe, um die Rules zu erklären, welche Abstände es geht. In dem Fall haben wir die Rule 1.1 und die sagt, von wegen bei den N-Welts, die kann halt eine bestimmte Weite, Länge haben und die muss halt irgendwie eingehalten werden. Also, da steht ja um die Minimum N-Welt oder P-Welt-Rule. Und so zieht sich das halt irgendwie das ganze Dokument runter, Tabelle dazu, dass du sozusagen einen von den vier Werten rauspickt, je nachdem, mit welchem Parameter ich reinkomme. Nächste Rules 1.2, da ist dann bei der N-Well oder P-Well der Abstand dazwischen einzuhalten und so weiter. Die Rules benutze ich für das Layout-Tool. Okay, und jetzt wollen wir hier raus. Ups. Also die Rules sind alle in Lambda definiert, das ist noch ein wichtiger Punkt. Oh, 5 Minuten, okay. Lambda meint die Hälfte der Feature Size. Also wenn jemand sagt, eine Technologie mit 1 Micron, dann ist das 1 Micron die Feature Size. Lambda meint also sozusagen die Hälfte davon. Und in der Größenordnung sind all diese Regeln angegeben. Die geben also sozusagen nicht absolute Werte an, von wegen, wenn ich jetzt 0,8 habe, muss es so und so viele Mikrometer sein, sondern sie geben das in Lambda an, sagen 3 Lambda, 2 Lambda, sind mehr oder weniger alles ganze Integer-Werte. Und es hat halt den Vorteil, dass man über mehrere Generationen hinweg runterskalieren kann. So wie es da an dem Punkt auch kam, von wegen erstmal scalable zählen muss, dann jetzt ins Deep Submicron und dann Deep Submicron. Es funktioniert, aber irgendwann funktioniert es nicht mehr, deswegen haben sie die neuen Stufen eingeführt, wo sozusagen die Regeln wieder ein bisschen breiter sind. Okay, jetzt haben wir hier so eine Zelle, ist auch ein Punkt, den ich erklären muss, das ist eine 6-Track-Zelle. Wenn man sich da die blauen Streifen vorstellt, die so horizontal überlaufen, das ist Metal, also Metall 1. Das habe ich einmal ganz unten, das ist Grauen, und einmal ganz oben, VDD, also Betriebsspannung. Die Dinge haben ja laut Moses-Rules, sieht man an den Kästchen auch, eine Breite von 4 Lambda. Das ist sozusagen der Minimalabstand für das Metall. Und in den Moses-Rules steht auch drin, wie groß der Abstand zum nächsten Metal sein muss. Also zu dem gleichen wieder Metall. Das sind auch wieder 4 Lambda. Wenn man sich das so vorstellt, 4 Lambda, die Leitung selber, 4 Lambda Lücke, nächste Metall, dann kommt man auf ein Raster. Also von 8 Lambda. Und dieses Raster wird auch beim Routing benutzt. Also wenn man über die Zellen hinweg routen will, weil sich das halt so schön durchzieht. Also nicht nur Metal 1, sondern 2 und 3 und so weiter. Und das nennen die halt so Tracks. Und es hat sich eingebürgert in der Branche, dass die Zellhöhe, also wie hoch so eine Zelle ist, in Anzahl dieser Tracks angegeben wird. Das hier ist also ein Beispiel für 6-Track, das ist eine kleine Zelle. Funktioniert bei diesem NAND immer noch ganz gut. Wenn ich jetzt aber so eine Monster-Komplexzellen hatte, wie am Anfang irgendwie mal zeigt, dann funktioniert das nicht mehr, dann muss ich größer werden. Okay, das wäre jetzt mal mit 7 Tracks. Man sieht, das Raster wird schon ein bisschen kleiner. Und das gleiche nochmal mit 10. Jetzt hat man schon den Effekt für das NAND 2, ist 10 Tracks schon ziemlich groß. Da ist nämlich ziemlich viel Luft in der Mitte. Für die Komplexcutter, die da irgendwie reinkommen, da wird es dann aber vielleicht doch schon wieder ein bisschen knapper. Also man muss sozusagen an der Stelle immer die Balance finden, wie groß macht man die Zelle. Man will es ja nicht zu groß machen, wenn man sie den Platz verschenkt, aber man will auch Funktionalität drin haben. Okay. So, wie sollte man eigentlich mit dem Ding rumspielen? Ich habe
es ist da. Also wenn ich das jetzt hier mache, im Templates habe ich einen Tommelfall drin. Und das ist dazu gedacht, so die Konfiguration zu machen. Also dass ich wirklich die Werte reinschreiben kann. Da sieht man wieder das Limit 4, also wie viele Transistoren ich stacken möchte. Kann ich angeben, buffern, ab wann ich sozusagen mit dem Buffer hinten anfangen möchte. In dem Fall ist auch erstmal 4 drin. Bei den Zellen ist es so, dass sie sagen, wie hoch das ist. Mein Beispielfall, was ich habe, ich sage 11 Tracks. Ups, jetzt ist was weg. Ja. Denn Terminals, also auf welchen Ebene mache ich die Übergabe zum Routing, also was ist für sozusagen für die Zelle die Ein- und Ausgänge, wo soll der Router rangehen? In dem Fall sage ich, es soll bitte schön auf Metal 2 sein. Ja, Connectivity, Restricted, es gibt auch solche Sachen, dass man sagt, man darf an die Zelle nur waagerecht ran oder man darf nur senkrecht ran oder man lässt es sozusagen offen. Ich habe gesagt, erstmal für mein Beispiel unrestricted, also ich habe keine Vorgaben gemacht, ob nur waagerecht oder nur senkrecht. Dann kommen hier noch so Transistor-Geschichten rein. Der Transistor-Feature-Size ist meistens als L bezeichnet. Das ist sozusagen die Länge und die Weite dazu, wie breit der Kanal ist. Also nicht wie lang, sondern wie breit. Und dieses Verhältnis dazwischen wird immer gerne als Ratio angegeben. Und laut Moses-Rules ist das Kleinste, was wir sozusagen nutzen können dafür, 1,5. Also das heißt also, wenn ich eine Feature-Size habe von 1 Micron, ist mein L, das Lambda, 2. Und die Weite ist dazu 3. Jetzt kommt noch ein Punkt Gamma dazu. Okay, versuchen wir mal ganz schnell zu erklären. Die Ladungsträgerbeweglichkeit für P-Kanal und N-Kanal-Transistoren ist unterschiedlich. Bei N-Kanal bewegen sich die Elektronen und bei P-Kanal bewegt sich ja sozusagen gar nichts und da werden sozusagen wandern die Löcher mit, wenn sich die Elektronen drüber bewegen. Ganz grob ausgedrückt. Um das aber auszugleichen in der Geschwindigkeit, man will ja eigentlich sozusagen, dass P-Kanal und N-Kanal etwa gleich sind, weil man sonst unterschiedliche Verzögerungszeiten hat für Schaltvorgänge, fängt man damit an, den P-Kanal-Transistor größer zu machen. Und wie viel im Verhältnis zu dem N-Kanal er größer wird, das wird ganz gerne als Gamma angegeben. Ich habe hier erstmal 2 reingeschrieben, das ist so ein üblicher Schätzwert, ist nicht ideal, ist nicht ausbalanciert, ist nicht perfekt. Das hängt nämlich davon ab, wie gut die Kanäle oder die P-Kanal, N-Kanal dotiert sind und so weiter. Es geht auch bis zu 3. Wenn ich zum Beispiel irgendwas haben möchte, was Seitenkanal-Angriffe standhält und sozusagen den Peak nicht sieht, dann sollte man den Wert ausbalancieren. Okay, Sizing ist die Geschichte. Ja, wir werden einmal knapper hier. Ja, okay. Also, da will ich hin. Bin ich noch ein bisschen weg, wenn irgendwann, also von wegen, ihr nehmt das Tommelfeil her, Beispiel, konfiguriert euch das, passt euch das an, wie ihr es braucht. Ihr drückt einfach Make Dist, also wie Distribution. Ihr kriegt den ganzen Sack voll, kann eine ganze Weile dauern, aber ihr kriegt danach die Schematics, ihr kriegt das Layout, ihr kriegt die Dokumentation und habt sozusagen wirklich was ready to use für Yosys oder für die ganzen anderen Tools. Ist alles dabei, ja. Und das Ganze soll Open Source sein, steht ja jetzt schon bei GitHub. So, jetzt cool. Dann bitte ich einmal um einen herzlichen Applaus für Chipboard. Und wir beginnen mit der Fragerunde. Wir haben 3 Mikrofone hier im Saal. Wer eine Frage hat, einfach zum Mikrofon gehen. Es gibt schon eine Frage aus dem Internet. Hallo. Die Frage aus dem Internet lautet, wie viel würde es kosten, einen Quadratmillimeter Platz auf so einem Die zu kaufen für irgendeinen Knoten, wo du den Preis gerade weißt? Und wie lange wird es dauern? Okay, also unser Background ist ja, wir wollen eigentlich ein freies Silizium machen. Also wirklich auch diesen Prozess freilegen. Das ist das, was Leviathan in Hongkong da vorantreibt. Da ist es so, dieser Quadratmillimeter wäre einfach zu haben. Also die Weferkosten wären irgendwo so bei 100 Hongkong-Dollar.
wenn ich es richtig, glaube ich, in Erinnerung habe, also durch 10 wären es irgendwie $10 für einen Wafer, 4 Zoll, relativ klein. Und es würden auch die Maskenkosten dazukommen. Da müsste ich jetzt lügen. Das sind aber auch nur irgendwie ein paar Tausend oder so, also 5.000 oder 6.000, so in der Größenordnung, vielleicht $10.000. Der Rest ist eigene Manpower im Labor. Und alles klar, danke. Und du kannst dir so viele Chips davon machen, wie du lustig bist. Wenn wir soweit sind, also wir würden ganz gerne zurück ins Labor, aber dafür brauchen wir halt die Gebühr für den Reinraum. Danke für die Antwort. Die nächste Frage, Mikrofon 2 bitte. So wie das jetzt aussieht, könnt ihr ja die Layouts für eure Standardzellen oder wollt ihr zumindest mal automatisch generieren lassen zu gewissen Graden. Könnt ihr das dann auch direkt einem Tool beibringen, dass es aus einer synthetisierten Netzliste schon direkt versucht, so, ich sag mal, Makrozellen zu synthetisieren? Das wird irgendwann nicht mehr gehen, aber für kleinere könnte ich mir das vorstellen. Kannst du da was dazu sagen? Ja, der Weg wäre ein bisschen umständlich. Eigentlich ist es so, die Tools wie Iosys, also sozusagen die Synthese machen, die sind ja immer extrem davon abhängig, wie gut die Bibliothek ist, die Iosys zur Verfügung steht. Und wenn wir aber eine Bibliothek haben, die relativ begrenzt und klein ist, dann kann Iosys nur entsprechend Ergebnisse liefern. Wenn wir allerdings in der Lage sind, hier mit diesem Popcorn und so weiter eine Bibliothek zu liefern, die wirklich mehr oder weniger allumfassend ist, dann hat Iosys auch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten zu optimieren. Sozusagen in Richtung Delay, in Richtung Energieaufnahme und so weiter. Also wir geben sozusagen dem Tool dann viel, viel mehr Möglichkeiten. Es kann natürlich sein, dass es dann ein bisschen länger braucht, einfach weil es sozusagen den ganzen Suchraum durchgehen muss. Aber die Ergebnisse sind einfach mal besser. Okay, als nächstes an Mikrofon 1 bitte. Ja. Okay, also das sieht ja schon mal ganz gut aus, aber was hast du schon Transmission Gates, Analog-Multiplexer und Schmidt-Trigger angeguckt oder machst du die dann von Hand? Okay, also die Sachen generiere ich nicht mit dem Popcorn. Die Multiplexer mache ich händisch, ja. Multiplexer sind auch wieder in verschiedenen Stacked-Zellen drin. Multiplexer, also diese Transmission Gates in den Multiplexern, die haben aber einen ganz hässlichen Nachteil. Die gehen wieder in meine Bilanz rein mit den Anzahl gesteckten Transistoren, weil sie ja sozusagen nur diesen Pfad drin haben und kein, wie soll ich sagen, Renewing oder ein Refresh vom Pegel machen. Also das Zeug mache ich auf alle Fälle von Hand, ja. Und Schmidt-Trigger werden für mich in die Standardzellenbibliothek nicht reinkommen, die kommen in die IO-Zellen, weil da brauche ich sie. Alles klar, dann war noch eine Frage am Mikrofon 2. Jo, servus. Frage ist von, weil du ja gemeint hast, ihr wollt schon auch ein bisschen so den Prozess öffnen, open sourcen. Wenn man jetzt ein bisschen vom Hintergrund von der Chemie her ein bisschen weiß, was da an Chemikalien in die Hand zu nehmen ist, für wie realistisch hältst du es, dass Hobbyisten sowas sicher handhaben können und wie sind eure Pläne in die Richtung, wie wollt ihr das handhaben? Also wie wollt ihr das Leuten näher bringen, ohne sie dabei umzubringen, um es mal was überspitzt zu sagen? Ja, das ist ein berechtigter Einwand. Man sollte wissen, was man tut. Man kann sich damit mit Chemikalien auch mal ganz schnell seine Klamotten durchbrennen, wie auch immer, hat David schon ausprobiert. Nein, also es gibt Leute, die machen sowas in der Küche, die Jerry Ellsworth, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, die gute Frau mit dem C64-Hack und sowas, gibt es bei YouTube Videos, wie die sozusagen so ein Furnace, also so ein Ofen mit Silizium und sowas in ihrer Küche macht. Und die spielt da mit dampfender Fluorsäure oder irgendwie sowas. Sieht nicht gesund aus, aber sie macht es. Angucken. Einfach YouTube gucken, die Videos gibt's. Ich kenne sie, ich kann als Chemiker dazu sagen, in Deutschland steht ja dafür die Polizei vor der Tür. Alles klar. Danke. Dann haben wir noch ein paar Fragen am Mikrofon 3. Ja, also du hast ja schon gezeigt, was du alles für Standardzellen implementierst. Mhm. Wie sieht das aus mit dem Timing und der Simulation für die ganze Synthese und dann auch das Place and Route? Ist ja auch eine wichtige Rolle. Ja. Der Punkt kam jetzt ein bisschen in den letzten Minuten zu kurz. Wenn wir das Layout haben,
dann machen wir mit diesem Magic, also mit diesem Layout-Tool, was wir benutzen, eine Parameterextraktion. Wir bekommen also aus diesem Layout wieder ein Spice-Modell zurück mit den parasitären Werten, also für Kapazität, für Widerstand und so weiter. Das simulieren wir. Und ich habe für die Ledges und sowas, habe ich in meiner Spice-Simulation, in meiner Testbench rudimentär solche Sachen schon implementiert, dass ich wirklich sage, bei 20% von der Flanke messe ich bis zu 80% der Flanke oder sowas. Also dass wirklich das Timing automatisch im Spice ausmesse. Okay. Ja, die nächste Frage am Mikrofon 3. Ja, danke schön. Habt ihr schon Simulationsmodelle von euren Transistoren, die ihr dann in Spice nutzen könnt? Weil das ist ja tatsächlich bisher, das war ja recht viel für viele Technologien, deswegen ja auch das Beispiel mit dem MOSES-Standard-Ding. Hm. Aber gibt es schon Ergebnisse von Simulationsparametern von den Transistoren, die dann gefertigt werden? Also es ist so, die Modelle, also zum Beispiel für einen Transistor BSIM3, BSIM4 und so weiter, die sind ja standardisiert. Es geht nur noch um, welche Werte jetzt da in dieses Modell reingefüttert werden. Also für die Kapazitäten am Gate und so weiter. Die Größe ist klar, aber wie die Dotierung aussieht. Diese Sachen, also diese Werte, die wir da reinfüttern müssen, die hängen eigentlich alle an unserem Testwafer dran, also den wir vor einem Jahr vorgestellt haben. Da haben wir nämlich exakt diese Strukturen drauf, um solche Sachen auszumessen. Okay. Das heißt also, wenn wir den Wafer sozusagen bis zum Ende prozessiert haben und jetzt vielleicht auch im nächsten Reihenraum dann nochmal gemacht haben, dann haben wir wirklich diese Werte da. Mhm. Dann können wir den in die Spice reinfüttern, das ist eine relativ einfache Sache. Und dann haben wir auch die korrekten Werte dafür. Gut, danke schön. Und noch eine Frage am Mikrofon 3, bitte. Ja, ich würde gerne wissen, wie groß ist denn so ein Transistor und sind die nicht ziemlich langsam dann? Okay, also wir machen ja, also fangen erstmal an mit einem Micron. Ein Micron, das heißt also die Feature Size oder die Länge vom Kanal zwischen Drain und Source ist ein Mikro. Das heißt also 2 hoch minus 6 Meter. Ja, doch, Milli, 1000, ja. Dazu, wie gesagt, das Ratio, also diese Weite dazu, wäre sozusagen dann 1,5 Micron. Also das ist die Transistorgröße. Ist relativ groß. Wir haben aber vom Equipment in Hongkong, oder hatten die Möglichkeit, also das, wie wir uns das angeguckt haben, das Equipment ging runter bis 500 Nanometer. Das heißt also, wenn unsere Technologie funktioniert, können wir relativ einfach sozusagen den 0,7 oder 0,8 Micron Node auslassen und gleich nach 0,5 gehen. Das gab das Equipment her, also die Maschinenfotolithografie, die dazu hängt. Wenn wir sozusagen Equipment hätten, Zugriff darauf, was noch kleiner geht, dann müssten wir vielleicht mal wieder ein bisschen experimentieren, also wieder einen Testwafer dafür machen. Aber dann können wir sozusagen auch runterskalieren. Aber wir sind da noch, muss ich auch zugeben, wir sind noch in einem Bereich, der optisch sichtbar ist. Also AB-Limit, das ist so bei 240, 250 Nanometern, also die Wellenlänge vom Licht, was man optisch noch sehen kann. Das heißt also, unsere Transistoren sieht man noch im optischen Mikroskop. Das, was sozusagen jetzt irgendwie so die aktuellen Prozessoren sind, die irgendwie bei, weiß nicht, 14, 20 Nanometern oder sowas sind, die sind optisch nicht mehr sichtbar. Aber optisch sichtbar heißt auch für uns, man kann sozusagen wirklich mit einer Kamera, USB-Kamera oder sowas, wie andere Leute schon gemacht haben, durchs Mikroskop durchfotografieren, den ganzen Chip aufnehmen und ein Reverse Engineering drauf machen. Das heißt also auch nachträglich feststellen, ob eine Manipulation an unserem Chip stattgefunden hat. Das betrachten wir in dem Fall sozusagen als Sicherheitsfeature, dass man es noch sehen kann. Dann gibt es noch eine letzte Frage aus dem Internet. Die Frage aus dem Internet lautet, ob ihr mal versucht habt, Standardzellen für die Transistoren eines kommerziellen Fertigers damit zu erzeugen und ob das funktioniert und was dagegen spricht. Es würde funktionieren, theoretisch ja. Was dagegen spricht, ist ein gewisses NDE. Hersteller geben sozusagen ungern die Informationen raus. Wir müssen sozusagen ein NDE unterschreiben, um von denen die physikalischen Angaben zu den ganzen Lehren zu bekommen, welche physikalischen Eigenschaften haben und so weiter. Also die sogenannte PDK, vielleicht habt ihr mal daraus gehört. Das steht aber unter dem NDE. Die Zellen, die wir danach generieren, die würden sozusagen auch automatisch wieder unter Verschluss bleiben müssen.
Es würde gehen, also man könnte es, oder sagen wir andersrum, ein kommerzieller Hersteller könnte am Ende diese Tools, die wir hier schreiben, benutzen, um sich seine eigenen Zellen zu generieren, ja. In die Richtung geht's. Aber es ist machbar. Wenn ich keine weiteren Fragen mehr sehe, dann bitte ich nochmal um eine herzliche Runde Applaus fürs ChipForge.